So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Pokémon Go. Hier fahren plötzlich verdächtig viele Autos. Die Forschung geht weiter. Das Krypto-Event ist gestartet um 10 Uhr. Krypto-Raids incoming am Wochenende. Krypto-Mewtwo, Shiny-Krypto-Mewtwo in den Krypto-Raids. Die Leute rasten aus, weil sie nicht spielen können. Aber die Forschung geht weiter und ich möchte mal den Rest der Forschung jetzt machen im Video und mir den Meisterball abholen. Dazu gucken wir mal rein. Wir waren die ganze Zeit nämlich auf Seite 4 von 6, Kapitel 4 von 6. Da stand nichts. Jetzt steht die nächste Aufgabe da. Fange ein Pokémon. Und das ist gut. Ich habe nämlich eh meinen Feldforschungsdurchbruch hier am Start. Da ist ein Relaxo drin, sehe ich gerade. Und wie ich das fange, weiß ich nicht. Da müsste ich mich ja mal irgendwo... Ich tue euch mal kurz so hier hin an den Baum. So, ich fange jetzt das Relaxo und ihr hängt am Baum. Und dann kriegt man das bestimmt hin, wenn wir so curven und werfen und drunter schießen. Es muss auf jeden Fall gleich noch höher sein. Eins oder auch nicht, es ist schon drin. So einfach fängt man Relaxo. Was haben wir uns früher hier den Arm rausgeworfen und jetzt ist es einfach drin. So. Ist das gut? Ist das schlecht? Es hat zwei Sterne. Meiningen. Dann können wir jetzt weiter ins nächste Kapitel uns die Aufgaben angucken. Pupsi ist auch gleich bereit, die will nämlich noch einkaufen mit mir. Oh, da steht einiges im nächsten Kapitel. Fange 25 Pokémon, besiege 3 Team Go Rocket Rüpel, lande 3 fabelhafte Würfe, entwickle 5 Pokémon, kämpfe 3-mal in einer Arena. Das wollen wir jetzt Stück für Stück abarbeiten. So, ich bin jetzt den Riesenberg hinter mir runtergelaufen. Hier ist auch eine fette Kreuzung und hier möchte ich mich mal ganz kurz hinstellen, denn ich möchte fix die Aufgabe machen mit den 3 fabelhaften Würfen. Ich schmeiß euch jetzt einfach hier ins Gebüsch, ungefähr so, und möchte die 3 fabelhaften Würfe live im Video machen. Muss mal gucken, ob ich das schaffe. Das war schon mal nix. Wir curven, wir werfen. Und wir werfen natürlich drüber. Oh Mann, vielleicht sollte ich einfach mit dem Daumen curven in die andere Richtung. Ja, da kriegt man natürlich hier Pokémon dazu. Das ist sehr schön. Ich möchte auch gar nicht den Hyperball. Ich möchte eigentlich so einen Pokéball oder sowas. Das war nur großartig. Das ist nix. Sucht euch am besten den legendären 5er Raid Boss. Da klappt das allemal. Hier bei dem kleinen Gesocks, einfach fabelhaft, kann das halt ewig dauern. Ich empfehle immer den legendären Raid-Boss zu machen. Einfach drauf zu werfen, Schnellfangtrick, dann passt das. Da musst du gar nicht viel machen. Das kleine Zeugs, jedes Pokémon ist wieder anders, bewegt sich anders, greift anders an, hat einen anderen Kreis. Also das ist immer mega nervig. Jetzt ruft Pupsi an, mitten in die Aufnahme rein. Ich muss schnell den dritten, einfach fabelhaften Wurf noch machen. Hier sitzt noch ein Rettern. Rettern, auch richtig mieser Kreis, ganz knapp daneben. Fast hätte es geklappt. Wir haben noch einen Versuch. Er bewegt sich wenigstens nicht so sehr. War wieder drunter. Wir müssen weiter hochwerfen. Und dann sind wir direkt wieder drüber. So, 1, 2, 3 ist auch drin, aber kein Problem. Ich habe ja noch Pokémon in meinem Queststapel. Da können wir mal eins rausholen. Ein Dummiesel, ja, das ist noch schwieriger. Also Dummiesel kannst du, glaube ich, gleich vergessen. Mach niemals Dummiesel für einfach fabelhaft. Wenigstens ist es drin geblieben. Wir brauchen was Fettes mit einem großen Kreis. So wie Mogelbaum. Der darf jetzt nur nicht drin bleiben, wenn ich daneben werfe. Und drunter? Nein! Kurz drunter geworfen und ihr merkt schon, ich rede ein bisschen lauter oder kreische hier rum wie so eine Hebamme, weil mitten an der Straße und Autos immer zu, das lenkt mich total ab. Das ist dann wie im Stream, da muss man immer rumschreien und die Stimme überschlägt sich wie beim alten Waschweib. Wieder Dummiesel, wieder nix. Sechs. 6 von 25, ja ach komm, hör doch auf, Snubbull, Snubbull dürfte gehen, komm. Snubbull, enttäuscht mich nicht, wieder daneben. Ich glaube, das Video besteht komplett nur aus einfach fabelhaften Versuch. Ansonsten passt er einfach nicht mehr rein.
7 von 25 Pokémon. Ach, wie schön, dass ich das noch erleben darf. Und ein Pico-Chiller. Mit großartig geworfen nur. Dann stört mich schon wieder die Belichtung, wenn ich sehe, wie dunkel ich ausschaue. Ist also wieder eine richtige Kackecke, wo man im Schatten steht. Ich möchte auch gern gesehen werden in der Sonne. Radfratz am Start. Und es hüpft. Wäre das nicht gehüpft, wie gesprungen, dann wäre das bestimmt einfach fabelhaft geworden. So ist es nicht. In 25 Versuchen nicht geschafft. Das muss einem erstmal einer nachmachen. Jetzt Nubbel. Und einfach fabelhaft. Einfach fabelhaft ist im Kasten. Wir laufen weiter Richtung Rewe, treffen uns mit Pupsi, gehen einkaufen und gucken uns die nächsten Aufgaben an. So, wir haben schon wieder den nächsten Berg vor uns. Aber egal, wir müssen noch ein Pokémon entwickeln. Wir haben jetzt 4 von 5 entwickelt. Das ist das 5. Das machen wir jetzt auch noch. Dann haben wir nämlich die Entwicklungsaufgabe auch fertig. Immer schön Hauptstraße entlang. Ist das nicht herrlich? Meiningen ist so eine schöne Stadt. So laut und so viele Berge. Ich fühle mich wie in den Alpen, wie Natururin mit seinem Rucksack. Jetzt muss ich auch mal gucken, was wir noch haben. So, fabelhafte Würfe fertig, entwickeln fertig. 3-mal in der Arena kämpfen. 3 Rocket Rüpel vor uns, ach nee, es ist leider hinter uns. Hinter uns war eine Arena, aber da vorne kommt noch eine. Das heißt, bisschen Fang und an der Arena rummachen, dann haben wir es bestimmt auch. Ah, daneben. So, jetzt habe ich es über die Mörderstraße geschafft. Da drüben ist der Rewe-Sender, das ist der Pupsi-Sender, das ist ein Stein. Und das ist die Arena, guckt euch das mal an. Ist das nicht schön? Stadtwerke Meiningen. Das ist ein Stop, das ist die Arena. Hier kann man sogar raiden. Und jetzt muss ich hier 3 Arena-Kämpfe gewinnen. Ich habe schon heimlich 2 gemacht, weil da sitzen 2 Pokémon drin. Und jetzt kämpfen wir gegen Berinator, wenn der so hieß, mit dem Krypto-Lugia auf Level 50. Ein Apex-Krypto-Lugia auf Level 50. Guckt euch das an. Der kämpft mit Flug und haut das Galagladi einfach weg. Jetzt muss ich erstmal den Namen suchen, wie das heißt. Und eigentlich wäre es schon genug, aber da sitzt noch ein Enziamon hinten drin mit einem Serpifoy. Den hauen wir auch noch weg. Und dann müssen wir uns irgendwann irgendwo mal Rockets suchen, die wir bekämpfen. Jetzt reicht's aber hier. Jetzt sitzen die immer noch drin. Ich will die jetzt einfach gelb machen. Wir können ja schon mal loslaufen, Pupsi, wenn du magst. Allerdings ist immer so laut. Kämpfe mal mit Lunala. Lunala gegen Galagladi über den Parkplatz hinweg. Elektro Rudolf sehe ich da. So, wo stehst du? Ganz hinten. Bester Platz ever. Ja, ich weiß nicht mal, viel laufen tut gut, ich weiß. So, Serpifoy weggehauen. Dann können wir gleich uns nämlich da reinsetzen. Ich weiß gar nicht, was zuletzt als Pokémon da ist. Gefangen, ach so, den Mist, das Relaxo können wir reinsetzen. Setzen einfach das Relaxo in die Arena. Hier ist es. Mural, Altstadt Meiningen, Relaxo, fertig. Jetzt noch Pokémon fangen, Rüpel machen und dann Meisterball abholen. So, Pupsi, wir sind jetzt in Rewe und da gibt es so eine fette Rolltreppe, nämlich die hier. Das ist die Rolltreppe, wie ihr seht. Für die ins Licht. Und hier möchte ich jetzt die letzten 5 Pokémon fangen. Ich habe nur keine Ahnung, wie ich das mache. Ich bastel euch jetzt einfach hier auf die Rolltreppe drauf. 5 Stück braucht man noch. Da sitzt ein Hunduster. Wir versuchen das Ganze mal mit dem Schnellfangtrick. 21 von 25. So, das ist nix. Der ist nicht gefangen. Er ist aber weg. Der ist wahrscheinlich geflohen. Gehen wir mal hier rein und holen da noch was ab. Wieder ein Dummiesel. Wieder nicht gefangen. Immer noch das gleiche Dummiesel. So, jetzt ist er drin. Da ist noch ein fettes Golbat, was wild rumrennt. Das nehmen wir jetzt aber mit. Die Rolltreppe ist gleich zu Ende. Das heißt, ich brauche noch eine Fahrt runterwärts, weil ich es nicht geschafft habe. 23 von 25. Wir machen das Ganze jetzt nochmal, aber in die andere Richtung und schauen, ob wir dann fertig werden. Aber guckt mal hier raus zur Tür.
Jetzt seid ihr nämlich auf dem Dach. Wie schön das hier aussieht. Da könnt ihr auch parken und hier drin staut sich die Hitze. Jetzt muss ich das ganze Ding nehmen, muss noch mal runterfahren, in der Hoffnung, dass ich die letzten zwei jetzt schaffe beim Runterfahren. Ich hoffe nur, das hält und fällt mir nicht einfach hier hinten runter, sonst sehe ich es nämlich nie wieder. Hier ist ein Radfratz drin. Schnellfangtrick raus, 24 von 25. Hier haben wir noch einen Snubbel, also alles das Gleiche, was ihr da seht. Wieder daneben geworfen, wir werfen noch einen drauf, wir werfen noch einen drauf. Wir haben getroffen, großartig, 25. Das heißt, die Aufgabe ist auch fertig. Wir brauchen jetzt nur noch die Rocket Rüpel. Ja, und das ist beim Einkaufen schlecht. Wir suchen uns also jetzt drei Rocket Rüpel nach dem Einkaufen. Und dann können wir, glaube ich, alles abholen. So, der Blitz schlägt nie zweimal in die gleiche Stelle ein, aber hier schon. Denn theoretisch bin ich jetzt wieder zu Hause, brauche noch einen Rocket Stop. Und habe direkt einfach zwei vor der Haustür. Hier ist der Einkauf. Ihr seht, es gibt Milch. Ne? Milch für alles und jeden. Da ist Wasser und hier ein schwarzer Pullover. Das ist übrigens mein Pokémon-Rucksack, mit dem ich mittlerweile unterwegs bin und rumrenne. Aber darum geht's nicht. Ich setze mich jetzt hier hin, stelle euch jetzt auf die Milch drauf und möchte jetzt den letzten Rocket Stop machen. Ich kann mir ja jetzt einen aussuchen. Wir haben hier den und den anderen. Du hast ja echt Nerven, Team Go Rocket so respektlos zu begegnen. Du hast hier nichts zu suchen, geh nach Hause. Wir werden dich in den Boden stampfen. Das müsste also der Bodenrübel sein. Oha, ich habe einen kleinen Schnüffler entdeckt. Du hast hier nichts zu suchen, geh nach Hause. Und hast du Angst vor unsichtbaren Kräften? Das müsste Trassler sein. Wir machen aber mal den Bodenrübel, gehen hier drauf und nehmen Wasser. Ich gebe einfach mal Wasser ein, nach WP sortiert, damit wir übelst heftig abreißen. Kaskade, Surfer, genau. Ach, was weiß ich. Mach halt einfach überall, mach drei Kyokre, wird schon passen. Das müsste der Bodenrübel, jetzt hat er bestimmt was ganz anderes. Wir sind so gut drauf. Wir wechseln direkt das Pokémon. Guck, damit die 3-Sekunden-Regel gilt. Meine Güte, der greift so langsam an. Ich glaube, die 3-Sekunden-Regel kann ich mir sparen. So, jetzt ist der Surfer voll. Jetzt können wir den Surfer hier drauf machen. Haben vielleicht dann noch einen zweiten Surfer in Pedo für den letzten und dann müssten wir auch damit fertig sein. Auf der letzten Seite gibt es sowieso dann wieder nur Belohnungen zum Abholen. Und was ich mit dem Hyperball mache, weiß ich nicht. Gab einige Posts schon auf Facebook, wo Leute extra Raupi gefangen haben mit dem Meisterball. Leute, die Raupi fangen mit dem Meisterball. Jetzt weiß ich schon, warum Raupi mein Lieblings-Pokémon ist. Das ist so genial, dass Leute sogar schon den Meisterball verwenden, um Raupi einzutüten. Wollte ich auch machen, aber ich habe hier gerade keinen Raupi und ich hebe mir den doch lieber auf, falls mal so ein Galavogel spawnt nochmal oder falls mal im Raid wirklich ein 100er ist. Wenn ich an Viridium zurückdenke, damals 100% Viridium mit Wetterbrust im Raid, nur noch ein Ball umgeflohen. Das wäre was, da würde ich jetzt den Meisterball verwenden. Steht für mich fest, 100% Legendäre aus dem Raid kriegen von mir jetzt den Meisterball ab. So, 3 von 4 Zusammenfassung, genau. Jetzt kriegt ihr nämlich auch diese komischen Scherben. Die habt ihr sonst nicht bekommen, sonst gab es immer nur die Teile. Jetzt gibt es auch Scherben, dann gibt es was weiß ich. Bierflaschen können auch bald noch sammeln, wenn ihr andere Trainer besiegt. Und dann Pfand abgeben und dann könnt ihr euch wieder einen Kasten holen. Das ist immer genialer. Die entwickeln das ständig weiter. Wir holen die Belohnungen jetzt noch ab. Ich glaube, es gibt sogar eine Animation. Boah, 1.13.14. Das sieht gut aus. Das nehmen wir mal so mit. Jetzt müssen wir hier rein. Spezial, 2500 Staub, 3 Hypertränke, 2500 Staub, 5 Beleber, hier eine Pokémon-Belohnung, ein Porenta, ein Galaporenta. Das ist auch cool. Wer es noch nicht als Shiny hat, ist natürlich Shiny möglich, wurde ja irgendwann dann mal eingeführt. Könnt ihr jetzt also als Shiny erwerben. 1, 2, 3 ist auch drin. Gucken wir mal nach der Bewertung, wie viel das hier hat. Und es ist
2 Sterne mit 13, 10, 12. Und hier müsste jetzt schon der Meisterball kommen, mal 1. Du hast einen Meisterball erhalten, öffnet sich, kommt da raus, super Animation, der beste Ball, damit fängst du garantiert jedes wilde Pokémon. Spezialforschung abgeschlossen, gibt es nochmal Staub dazu, nochmal Erfahrungspunkte. Was hältst du denn davon, Ramses? Schick, oder? Den kannst du irgendwo kaufen, nirgendwo. Meisterbälle wurden von Silphco entwickelt, sind gar nicht leicht zu finden. Ich habe gehört, dass das der allerbeste Ball weit und breit ist. Bruder, jetzt drück doch endlich weiter. Du hast die anderen Texte auch nicht vorgelesen, da brauchst du jetzt auch nicht damit anfangen. Und er hat recht. Aber ich denke mal, die wird es sowieso irgendwann vielleicht im Shop geben, dass die Leute da hingehen und sagen sich, ich brauche noch einen, falls noch ein 100er Legendäres kommt, und das alles mitnehmen. Auf der letzten Seite haben wir jetzt natürlich hier noch Belohnungen, da ist auch nochmal ein Sternstück dabei, da ist nochmal Staub dabei, da sind Erfahrungspunkte dabei, da ist alles dabei. Und jetzt haben wir die auch abgeschlossen, alle Spezialforschungen sind weg. Guckt ihr öfters mal in euren Spezialtab, wenn da irgendwas auf ist, schließt das wirklich ab. Die Leute fragen immer, wo kriegt man das her, wo kriegt man das her, haben 100 Spezialforschungen offen. Dann macht die einfach, löst die, schließt die ab, dann seid ihr auch irgendwann fertig. Was macht ihr mit eurem Meisterball? Schreibt's mal rein. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.